Nun, Freunde, willkommen zurück zum nächsten Part. Und zwar sind wir letztes Mal stehen geblieben, indem wir die Starter uns geholt haben. Also, was heißt die Starter, sondern Glumanda, Bisasam und Shiggy. Und aber mit Shiggy habe ich überhaupt nicht gerechnet, Freunde. Shiggy hat mich total überrascht, weil ich habe echt nicht damit gerechnet, dass man sie in der Wildnis auftrifft. Aber hey, es war umso geiler auf jeden Fall, der Moment. Shiggy ist hier vom Wesen naiv. Muss abchecken, Initiative geht bei ihm hoch, speziell für deinen runter ist, ja, wildes Shiggy, kann man nicht viel dran ändern, aber bei Glumanda habe ich eben drauf geachtet, auf Glumanda kam ich auf mild, Glumanda sollte vom Wesen mild sein, richtig, richtig, genau, und sein Spezialangriff geht hoch und die Verteidigung runter, damit kann ich leben, sage ich mal vorerst, es muss nicht alles 1:1 stimmen, wir wollen ja Spaß haben und für Bisa Knosp an der Stelle haben wir Spezialangriff hoch und Verteidigung runter, könnte auch besser sein, aber wir wollen Spaß haben, deswegen passt es hier vorerst. Fürs Erste. Und Freunde, ich habe herausbekommen, wie man jetzt quasi die Pokémon mit sich mitnimmt. Nämlich, man klickt auf das Pokémon drauf und dann steht ihr dran, aus dem Pokéball holen. Das kann man aber erst machen, nachdem Pikachu auf die Schulter kommt. Und in den letzten Parts ist mir das gar nicht aufgefallen, aber nun ist jetzt Glumanda mit uns am Start. Oh, wie süß! Und ja, Freunde, auf jeden Fall danke für euer Feedback in den letzten Parts. Die Sache ist ja nämlich so, ich nehme immer ein paar Parts an einem Tag auf, so. Jeden Tag nehme ich ein paar Parts auf, sage ich mal, und stelle die dann online. Heißt, meine Reaktion darauf in dem Video selbst werdet ihr später sehen, weil die Videos selbst kommen dann später quasi. Aber in den Kommentaren auf YouTube habe ich euch auf jeden Fall an der Stelle. Und wie gesagt, vielen Dank auch für euer Feedback. Und ja, ihr habt auch gesagt, ey, könntest du ein paar Pokémon auf deinen Zuschauer nennen? Warum nicht? Ich habe nichts dagegen. Wenn ich mich daran erinnere, an eure Namen, dann mache ich das gerne. Aber das werden wir dann auf jeden Fall machen, wenn wir, sobald wir das Ganze streamen. Oh, Onyx. Denn das war auch eine Frage. Ey, also, du wirst das Ganze Let's Playen oder streamen? Ich habe vorerst mal vor, die ganze Story zu Let's Playen. Und danach bin ich auf jeden Fall offen noch dafür, das auf jeden Fall zu streamen. Quasi, was danach nach der Story abgeht, gucken wir uns dann an, Kämpfe etc. und so und so fort. Das machen wir auf jeden Fall spontan. Aber wie gesagt, vielen Dank für euer Feedback an der Stelle. Ist auf jeden Fall immer erwünscht. Alright, und wir sind jetzt hier. Ziel für heute. Zweiten Orden holen. Den zweiten Orden wollen wir heute auf jeden Fall holen. Das sollten wir aber auch schaffen auf jeden Fall. Sollte auf jeden Fall. Ja, was schlägt. Ah, was hat er von. Achso, Onyx. Von Onyx. Okay, okay. Ich dachte gerade, wir haben nicht getroffen, aber alles gut. Und Shiggy. Shiggy ist der absolute Burner. Shuggle. Ey, Shiggy war brutal. Damals der Squad mit der Sonnenbrille. Als er mit seiner Squad kam in, von der Feuerwehr. Ey, die waren so frech. Packt einfach so eine Sonnenbrille aus seinem Panzer raus. Shiggy ist schon so ein spezielles Pokémon für sich, Freunde. Es ist echt richtig insane, Shiggy. Aber gut, aber gut. Und ja, wir müssen mal vielleicht damit ein bisschen anfangen, auch an sich Pokémon immer mal wieder zu fangen, weil wir haben ja gesehen, für Bisasam haben wir 30 gebraucht. Für Shiggy, nicht Shiggy, sondern für Glumanda haben wir 50 gebraucht. Und für Shiggy weiß ich, wie wir brauchen werden in Orania City, weil wir bekommen ja eigentlich noch einen Shiggy. Lass mal ganz kurz die Attacken hier sortieren. Boom. Und ihr seht schon, langsam bin ich auf jeden Fall drinnen in dem Game. Haben wir das für die anderen Pokémon gemacht? So, Kratzer. Ah, nee, komm mal. Glut nach oben auf jeden Fall. Heuler. Mach mal so. Ich sortiere sie, wie gesagt, immer danach so nach der Stärke. Tu das stärkst, den stärksten Angriff von der Stärke. Also, Glut macht jetzt zum Beispiel 40. Kratzer macht hier 40. Aber Glut ist halt auch noch dann denselben Typen wie Glumanda. Also, Step, Same. Type Attack Boost bekommt uns dann an der Stelle 50%, wie gesagt, haben wir letztes Mal geklärt. Und deswegen tue ich dann gut nach oben. Und ja, so sortiere ich das Ganze, Freunde. Bei dem passt. Ne, bei dem passt das überhaupt nicht. Oh, la. Ich glaube, Ranky wurde mal gebufft. Na, 45. Wurde das wieder genervt? Ich weiß nicht. Naja, was soll's. Und ja, das sollte passen. Biss, Ruckzuck, die Superzahlen. Yep. Windschuss, Flügelschlag. Flügelschlag macht mehr Schaden, oder? 60 und Windschuss macht weniger, genau. Aber unser. Ah, unser Tauboga hat ja weniger Angriff, ne? Naja, was soll's. Ja, Pikachu! Ja, okay, das passt so. Let's go, machen wir weiter. Okay. Da hinten. Oh, okay, gibt es ein paar Pokémon. Eigentlich sollte ich ein paar fangen. Ich sollte ein paar fangen, aber ich glaube, ich habe gar nicht mal so viele Bälle von dem ganzen Fangversuchen, die ich da gemacht habe. Musst du auf jeden Fall merken, dass ich mir Bälle kaufe. Auf jeden Fall reichlich gute Bälle brauchen wir immer. Und Freunde, wegen der Länge der Videos, ich mach's. Ich will mich so mindestens 25 Minuten bewegen. Da haben wir auch drüber geredet schon in den Kommentaren. Ich wirklich, also Feedback ist auf jeden Fall erwünscht. Aber ich werde nicht immer genau darauf achten, dass ich 25 Minuten habe. Wenn es mal 35 werden oder knapp 40. Auch nicht schlimm. Schätze ich mal, auch nicht schlimm. So 25 bis 35 Minuten werde ich das Ganze einkalkulieren. Ich denke, das ist ein angemessener Part für, angemessene Zeit für einen Part, für einen Let's Play Part. Irgendwie kommt das mir so vor. Ich kann mich auch täuschen, aber ich denke, das sollte angemessen sein, hoffentlich. Was ich damit sagen, zum Beispiel, wenn wir nach 25 Minuten irgendwie nicht irgendwas Gutes geschafft haben, jetzt zum Beispiel, wenn ich mal
Ziel für diesen... Oh, la. Ziel für diesen Part habe ich ja gemacht, dass wir Zeit nahen holen wollen. Und wenn wir da... Die Idee... Das ist... Ja, das ist echt so eine... Also es ist gleich, so ist es nicht. Aber mein Switch ist halt links von mir und da muss ich so fangen quasi. Es ist ein bisschen ja, es ist ein bisschen nochmal ekliger. Aber ja, zum Beispiel, wenn wir quasi in Zeiten on heute... Den werden wir uns auf jeden Fall holen. So. Und wenn wir das in 25 Minuten schaffen, dann halt in 30 und so. Wisst ihr, was ich meine? Das... Bleib einfach in deinem Ball, bitte. Bleib einfach in deinem Ball. Bitte. Danke. Es ist ein super Ball. Danke. Genau, Freunde. Und ja, das Spiel. Es kam echt gut an, finde ich. So auf so Schmiede habe ich, hab ich das abchecken können. Es kommt echt gut an. Es freut mich, Freunde. Es freut mich echt. Und viele haben auch gesagt, es ist echt einfach nur ein Spiel. Da will man Spaß haben. Und es ist ein Spiel fürs Herz. Das trifft, glaube ich, perfekt. Um ehrlich zu sein. Und vor eine andere Sache. Viele haben auch Shiny-Pokémon entdeckt. Die Sache ist nämlich, es gibt eine neue Methode. Also eine höhere Chance auf ein Shiny-Pokémon zu bekommen, nämlich wenn man eine Fangserie hat, wenn man immer und immer wieder dasselbe Pokémon in dem Gebiet fängt, wenn wir zum Beispiel immer und immer wieder jetzt einen Blutzug fangen würden und die Fangserie erhöht sich dann immer, aber es muss immer Blutzug sein, wenn wir währenddessen ein anderes Pokémon begegnen, dann tut die Fangserie, weiß nicht, ob die Fangserie sich zurücksetzt, aber die Chance, dass sich erhöht, tut sich ja zurücksetzen. Und deswegen zum Beispiel, wenn ihr Shiny Pokémon fangen wollt, sei es jetzt zum Beispiel gesagt Blutzug, dann müsst ihr in dem Gebiet immer auf Blutzug treten. Immer Blutzug, 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 fangen, 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 fangen. Und irgendwann, bam, Shiny Blutzug. Also da erhöht man halt quasi die Rate davon dann. Ist natürlich trotzdem gering, aber ja. Damit ihr da auf jeden Fall Bescheid wisst. Aber wie gesagt, ist immer so ein bisschen schwierig. Wahrscheinlich wissen das schon die meisten, weil ich, ich rede in die Zukunft rein, so richtig in die Zukunft. Das Video kommt ein paar Tage später raus, so. Aber egal, wir kämpfen auf jeden Fall. Wir werden es auf jeden Fall... Wir werden es auf jeden Fall schaffen, wir werden es auf jeden Fall gut überstehen. Sache mit der Geheimtechnik, bin gespannt. Zerschneider hat man ja eigentlich in Oranje City bekommen, ob wir unsere Geheimtechnik erst dann bekommen. Weil mit der Geheimtechnik ist ja auch ein bisschen anders nochmal hier an der Stelle. Es gibt ja keine VM mehr, wie gesagt. Oh, da bin ich gespannt, was wir noch alles bekommen. Aber gut. Nice. Also, ja, korrekt. Shadow! Vogelprüfer, raus mit dir, let's go. Aber ey, es ist einfach so schön zu sehen, dass es auf so eine Grafik man spielt. Oder Gemander, was sagst du? Aber ich finde es auch geil, dass meine Pokémon quasi, dass sie einfach hinterherlaufen. So, egal welches Pokémon. Boah, überleg mal, wir würden einen Onix auspacken. Ja, lecko mio. Oh, lecko mio. Man kann ja auch auf Pokémon reiten später, ne? Das ist auch richtig. Das ist interessant, das ist echt interessant. Überleg mal, du reitest auf so ein Arcani. The Dreams, the Childhood Dreams auf ein Arcani. Durch die Länder. Durch die Länder zu ziehen, durch Abenteuer zu begehen. Oder zu bestreiten, whatever. Zu bereisen einfach mit Arcani. Arcani ist an sich ja ein übel geiles Pokémon. Blubber! Raus mit dem Diktat. Zack, raus aber schnell. Ja, der Yannick. Yannick, mach langsam bitte. Junge, mach langsam, Yannick. Wir haben einen Pokéball gehabt. Dankeschön. Supertrank. Okay, nice. Warte mal, hier ist Bösenbusch. Oder? Auch nicht. Nee. Besser? Was ist das? Ah, ist ich dachte schon, es ist Glumanda. Es ist Glumanda. Ich dachte, Besser, aber es ist keiner weiß. Schau mich an, Junge. Ich habe mein Papa eine Party auf der Messe im Affen, wo du alles hin besucht. Toll, oder? Oh, Junge, es ist sehr, sehr toll. Knirps Emil. Emil, ey, was gibt, was für ein frecher Name. Rettern, Rettern, Rettern. Shiggy, let's go. Shiggy ist, was für Level hatten Shiggy? 13 und Rettern 12. Okay, das sollst du schaffen, Shiggy, let's go. Einmal Blubber bitte. Aber, Freunde, ganz ehrlich. Dass sie keine Fähigkeit haben, verstehe ich nicht. Keine Ahnung, ob sie quasi dann, wenn man online spielt, Fähigkeiten haben, aber... Dass sie an sich keine Fähigkeit haben. Why? Warum? Why? Ganz einfach, why? Versteh's echt nicht. Warum die Fähigkeiten rausgenommen haben. Bis Verteidigung sinkt. GG. Ich bin auch gespannt, was für ein Outfit wir bekommen noch später, ne? Wir wollen uns auf jeden Fall gut anziehen. Auf jeden Fall die Sachen auspacken hier. Krebs Emil zum Beispiel, der sieht nice aus. Mit seinem Hornet T-Shirt. Mm-mm-mm-mm-mm.
Freunde, wir sind einfach noch am Anfang unseres Abenteuers. Ohne Witz. Es wird noch so geil, wenn die Pokémon sich entwickeln. Radfratz hat der als nächstes. Ja. Nee, behalten wir mal. Komm, behalten wir mal. Shigi, weiter. Let's go. Schadal. Ohne Skulls ist das quasi die Treffpunkte für jeden gelten. Das wurde, weiß nicht wo, abgeführt an... Was? I don't wanna know if you blame me, keep it on a low. Shigi. Was war das für ein Angriff von Radfratz? Shigi muss sich sofort wiederbeleben, ey, ohne Freude. Das geht nicht, Freunde, das geht echt nicht. Shigi, das wollte ich echt nicht, mein Freund. Ich dachte, du hältst das aus, Shigi. Was ist denn los mit dir? Shigi, bitte. Was war das für ein Angriff von Radfratz? Das ist ein Ruckzuckieb, oder? Dass er davon... Das ist... Dass ein Ruckzuckieb ihn umgehauen hat. Das... PD? Ja, jetzt aber langsam, Junge. Ich komme gleich rüber in deine Hut. Kriegst schon... Glut. Guck mal, jetzt zum Beispiel, jetzt hätten wir eine Fähigkeit, hätte sich aktiviert, Großbrand nämlich. Aber es gibt ja legit keine Fähigkeiten. Sein Radfahrt macht schon Schaden, ey, sag mal, das gibt's doch nicht. Mann, ey, Shigi, tut mir leid, man. Shigi. Oh mein Gott, das arme Shigi. Gibt's hier irgendwas? Ah, man kann hier ein bisschen reinlaufen, okay, merke ich mir, muss ich merken. Du hast ein Gestein-Pokémon. Wenn es so ist wie ein Pokémon Gelb. Oder? Nee, stopp. Doch, Kleinstein, ja. Okay, okay, alles gut. Kleinstein. Wie aggressiv Kleinstein ist. Schade. Also, als ich Shigis Stimme gehört habe, so, ich sag, hey, warte, das kommt mir noch bekannt vor. Und dann gucke ich mich um. Einfach Shigi. Also kann man tatsächlich manche Pokémon einfach, die können auch auftreten. So ist es nicht. Also man kann auch andere Evoli fangen, andere Pikachu fangen. Denn unsere Starter Pikachu und Evoli, die können sich nicht entwickeln. Und auch die Starter kann man fangen in der Wildnis. Das ist auch, obwohl es nicht im Pokédex steht. Es hat mich echt überrascht, Freunde. Es hat mich wirklich überrascht. Damit hätte ich echt nicht gerechnet. Aber geil, umso geiler natürlich. Macholo! Macholo! Komm her, Tauboga. Macholo ist auch ein brutaler. Freunde, sagt ihr Macholo, Macholo, Machomai, Machomai. Zu Machomai sage ich Machomai. Ich habe nie Machomai gesagt, glaube ich, oder? Machomai. Marschock. Nee, Marschock. Machomai. Zu Macholo? Macholo, Macholo. Keiner weiß. Der hat doch übelst sein, ne? Macholo. Wie das sich anhört, so. Richtiger, yeah. Komm her, Haare nach hinten gegeben. Macholo. Oh mein Gott, ich habe jetzt einen Tick mit diesem Namen. Oh mein Gott, manchmal habe ich sowas, keine Ahnung warum. Macholo. Wie das sich anhört, wie so eine Beleidigung. Macholo, komm mal her, Junge! Irgendwie sowas. Oh Gott, ich werde es voll damit haben. Das Geile ist auch mit den Candies, dass man dadurch dann quasi die Stats erhöhen kann. Gewisse Stats, ich finde das echt gut. Ich finde das so. Die Mechaniken, so ein paar Mechaniken wurden echt gut gemacht. Wenn das übernommen wird im Main-Core-Spiel nächstes Jahr. Mille grazie. Hey, weißt du was? Mein Freund ist richtig cool. Ist es der da drüben? Oh, Junge. Den gehe ich mal gleich verdreschen. Dann werden wir sehen, ob der cool ist oder nicht. Und ob da noch die Beziehung hält, wenn ich den verdroschen habe. Root. Picknicken Roos. Goldini, Goldini, Goldini. Goldini, Goldini, Goldini. Shut up. Let's go. Ja, Blubber gegen Blubber ist not the best. Normalerweise, ganz ehrlich, Freunde, dann ich rate einfach den A-Button durch, wenn ich das so spielen würde. Aber dann ist auf jeden Fall, damit ich einfach Zeit vergeuden beim Kämpfen. Kämpfe ein bisschen klug, sag ich mal, oder? Schmeiß Pikachu da rein wie ein Wrestler. Super schade, nein, sind verwirrt. GG. Oh Mann, okay. Aber Pikachu, ich vertraue dir, ich vertraue dir. Das hast du. Donnerschlag reicht ja an der Stelle, oder? Pikachu. Let's go. Ja, ja, Pikachu. Mhm. Yeah, my boy Pikachu. Und Freunde, wir werden Pikachu nicht in die Box legen. Mir egal. Es gab nämlich ein paar in meiner Hut, die haben in Pokémon Gelb einfach Pikachu in die Box gelegt. Bide. Bide, wer macht sowas? Wer macht sowas? Ah, guck mal, da ist euch. Nein! Ich habe einen Fehler gemacht. Ich habe einen Fehler gemacht. Das habe ich damals immer richtig gemacht, aber ich weiß warum, weil es wahrscheinlich nicht mehr von oben ist.
ist mir das gar nicht aufgefallen. Ich hätte ihn nach vorne ziehen müssen, damit ich den Pokéball jetzt schon holen könnte. Jetzt kann ich es erst machen, wenn wir die Geheimtechnik haben. Der hat auch einen Schicki, frech. Ja, komm mal näher. Pika Mau. Pikachu. Schon geil, ich bin gespannt, was man denn alles anziehen kann. Ja, was da alles geht. Bin echt gespannt. Ich muss da gucken, ob man im Supermarkt Klamotten kaufen kann oder wo man neue Sachen einfach bekommt, ne? Gar nicht drauf geachtet. Aber ja. Mach ich erstmal dein was? Brittle Turbo. Bzz. Au. Freunde, da wird noch so viel kommen. Lavandierturm kann ich kaum abwarten. Jetzt wegen der Musik. Wegen dem Feelings, wegen Tragosso. Oh, Tragosso ist so ein schönes Pokémon. So traurig, aber auch zugleich, ne? Die Story von Tragosso. Ja, schade, müsste dann irgendwann anders herkommen. Ja. Schade. Bide? Eto! Alles klar. Gibt's halt irgendwas. Hey du, viel Stress. Meine Freundin hat jede Menge süße Pokémon und ich bin furchtbar neidisch auf sie. Schau mal mich an. Alle drei Starter von damals habe ich. Wenn du Pikachu dazu zählst, 4. Let's go. Die Theresa. Oh, Mirapla. Okay, Counterpick. Is this the prediction? Is this the prediction of... Wie ist sie? Auf Theresa? Oh, my God. I guess it is. I really guess it is. But, on the other hand, we have our Charmander. Let's go, Charmander. Ow. Ah, die schmeißt du so nicht hin. Sondern Pokéball. Aggressiv. Säure. Glumanda? Vorsicht, mein Freund Glumanda. Wir sollten schneller sein, auf jeden Fall. Glumanda! Wieso? Wieso war es kein One-Shot? Oh, das hat viel Schaden gemacht. Glumanda, warum war das kein One-Shot? Glumanda, ey, was mache ich gerade? Ich lasse meine Pokémon links und rechts sterben. Warum? Warum? Kann man das ja beantworten? Oh, la. Oh, Loche. Dey, bitte. Nochmal Beleber rein. Mir egal. Du Mann, das Hammer. Was ist da los? Oh, my God. Ja, der Lilosen-Dex. Ist mir doch egal. Nein. 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 Einfach nein. Ja, verbrenn du erstmal schön, du. Das sag ich dir. Verbrenn du erstmal schön. Kriegst du einen fetten Flügelschlag jetzt. Psst. Weiß. Aber ey, ernsthaft, keiner weiß. Okay. Und jetzt kommt Taubsi, alright. Sag's nämlich, Glumanda wird es bald entwickeln ab Level 16. Oh, dann haben wir schon ein Glutexo. The Dreams, hinter mir noch einfach ein Glutexo. Das sind halt legit die Dreams. Ist so witzig, wie den immer reinwirft. Britzelturbo, ich finde die Attacke nice. Ich habe noch gar nicht nachgeschaut, Freunde, welche neuen Attacken es gab, was hinzukam. Ich lasse mich da immer gerne überraschen vom Spiel selbst. Und nachdem ich das Spiel dann durchgespielt habe, lese ich richtig rein. Das habe ich immer so gemacht. Ich hatte keine Lust immer damit, alles vorab zu spoilern. So, ich wollte so immer alles selbst entdecken, erstmal, sage ich mal. Okay, Glumanda, geht's dir gut, my friend? Ja, okay, alles gut, er tanzt. Okay, ey, ein Angler? Hast du mir eine Angel? Ja, bin ich. Okay, willst erstmal dappen. Aber hast du eine Angel? Wie heißt du? Alvaro. Oh, die Angel haben sie nett gemacht. Aber die sehen ein bisschen böse aus. Warum haben sie die Angler so böse gemacht? Das weiß ich jetzt echt nicht. Carpador, hä? Carpador ist Idees. Platscher. Oh mein Gott, pass auf. U30 Shigi. Nichts geschieht. Oh, nice. Oh je, siehst du, das war ich. Das kann ein bisschen lange dauern, dann immer, wenn man das so lässt. Platscher. Legit Carpador kann einfach nur Platscher. Ich meine, man kann es verstehen. Also, irgendwann lernt er noch Trash Flaggle, glaube ich, was. Auf Level 30. Aber Level 20 entwickelt er sich eh, ne? Deswegen. Lass mal Bisacross rein. Komm, Bisacross. Schau mal, wie Bisacross jetzt aussieht. Bisa. Schau dich an, Bisacross. Oh, ich habe auch so Bock auf Smash, Freunde. Smash ist auch legit.
Smash kommt bald. So legit einfach bald. Smash wird auch brutal. Falls euch mal wegen Smash, wie machen wir da? Smash wird eine Story haben eigentlich. Das werde ich wahrscheinlich Let's Playen und danach wird einfach nur eskaliert. Sei es in Kämpfen als Videos oder Streams auf jeden Fall. Das ist nochmal ein anderes Thema. Aber auf Smash freue ich mich auch auf jeden Fall. So, jetzt kommt jetzt Krabby! Krabby! Krabby ist cool. Kinder ist auch krank. Krabby hätte ich gerne. Krabby ist geil. Krabby ist richtig cool. Okay, geil. Ich sag mal, der ist geil. Der ist geil. Oh, der hat sogar überlebt. Härtner. Oh, la. Jetzt machen wir langsam. Sag mal, hey, Krabby. Oh, wow, wow. BD. Krabby ist übel cool. Ohne Spaß. Ash's Kingler war auch geil damals. Wirklich. Der war richtig geil. Kingler hat mich. Als sich Krabby entwickelt hat und Kingler kam, sah richtig geil aus. Sah richtig geil aus. Und Glumana immer noch Level 16. Okay, schade. Okay, egal. Mach nichts, mach nichts. So, aber jetzt. Bill. Bitte komm jetzt sie. Jetzt bin ich schon wieder aussieht hier. Ah, guck mal, jetzt kommt so eine kleine Sequenz. Wo wir das hier sehen, okay. Der hat nämlich jetzt einen. Der hat Scheiße gebaut, ne? So, sozusagen. Der hat verbockt, der hat selbst in einen Pokémon transformiert. Bill. Bill! Ah, da ist er! Ist ein Nidorino geworden? Hallo, ich bin ein Pokémon. Okay, so ist das Spaß. Ich bin natürlich kein Pokémon. So ist das schon gruselig. Nämlich einfach Bill. Ich bin ein waschlichter Pokémon-Maniac. Was guckst du mich so an? Du glaubst mir kein Wort, was? Ich lüge aber nicht. Mir ist leider ein Experiment missglückt. Dabei wurden meine Zellen mit denen von Pokémon zusammengeführt. Überleg mal. Überlegt euch einfach mal. Ich meine, Shoutout an Mewtwo. Unser armer Mewtwo. Ne? Der wurde fett geklont einfach. Wie sieht's aus? Hilfst du mir auf jeden Fall? Ja, komm. Ich steig den Teleporter und du schaust vom PC aus das Erinnerungsprogramm. Yeah. Ich mach keine Fehler, kein Ding. Ich hole auch keine Stones oder so. Alles gut. Ich hole auch keinen Nox, um Dokkan zu spielen. Kein Dokkan JP. Wir machen das einfach zusammen. Let's go. Ja, genau. Geh du mal rein. Ja. Ja, ich bin. Ich mach doch mal. Ey, Pilz, was ist los mit dir, Mann? Ja, jetzt komm, mach mal. Jetzt lass mal sehen, komm. Wie du wieder normal wirst. Oh, geil. Guck mal, so Zwischensequenzen sind geil. Ah, yeah. Pikachu. Oh. Das ist jetzt die Dorino und jetzt kommt Pilz raus. Yeah. Lol. Wie hübsch Pilz ist. Wieso haben die denn so hübsch gemacht? Hollywoodstar. Puh, tausend Dank, du hast echt was gut bei mir. Kein Thema. Hey, was in meinen Augen da? Du kriegst in deinem Beutel ja eine Pokémon-Box mit dir rum. Richtig. Wenn du zu den Pokémon gefangen hast und deine Pokémon-Box voll ist, kannst du sie am Professor Eis schicken. Praktisch was. Ach, und noch was. Das hier ist für dich als Dankeschön für die Rettung geben. Ah, Bootsticket. Perfekt. Kommen wir zur Party nachher. Zur Aftershow-Party. Und du reist in ein großes Kreuzfahrtschiff vor Anker, die MS Anne. Okay. Ich habe zwar freundlicherweise eine Einladung zu einer Party an Bord gekriegt, aber da ist nichts für mich. Zu sneaky für meinen Geschmack. Ey, ich bin auf jeden Fall dabei. Da sind Stones am Spielen. Das sind Stones, Mate. Das sind auf jeden Fall Stones. Da fließen die Stones. Deswegen. Könnte ich empfehlen, da einfach eigentlich mal hinzugehen. Aber gut, so viel zu unserem Boy Billy Boy. Jetzt daten wir mal die hier. Das ist so diese Ast-Trainer, sag ich mal. Trainer-Coach heißt, ja, ja, okay, ja, natürlich kämpfe ich nicht. Let's go, zeig mal, was du drauf hast. Bin jetzt gespannt. Oh, wie hübsch, Nikola. Macholo! Shaggy, Shaggy ist so geil, Mann. Shaggy hat normalerweise benutzt das Wort nie, aber Shaggy hat so Swag einfach. Geowurf, ja, morgen. Oh! Okay, doch nicht morgen, sondern heute. Shiggy, komm raus. War gut, Shiggy. Timeout, Shiggy. War gut, alles gut. Kannst raus. Komm raus, komm raus. Tabuka rein mit dir. Tabuka. Oh, man. Geowurf. Geowurf-Animation ist geil. Damals wie im Anime, als du gerade Geowurf gemacht hast. Ja, nicht ganz. Natürlich nicht ganz, aber kommt dem schon nahe, sag ich mal. Und? Au! Oh, der hat's überlebt. Okay. Hey, warum, was ist ein Level für, was ist ein Level? Sind also meine Pokémon, sag mal. 20. Das sollte normal ein One-Shot sein hier an der Stelle. Was ist denn hier los? Oh, la, ich unterschätze sie gerade voll, die NPCs. Raus mit dir. Alright, das ist sehr effektiv, sehr schön. Tabuga erhält Erfahrungspunkte. Shiggy Level 15, Glumanda Level 16? Ah, noch nicht, noch nicht.
Oh, was ist denn los? Noch nicht, noch nicht. Ich hatte seit langem wieder mal richtig Spaß. Hier, das für dich. Geowurf. Oh, okay, nice. Nehmen wir auf jeden Fall dankend an. Genau, richtig, genau. Okay, cool. Aha, hier ist noch ein Pokémon. Lochparfüm. Okay. Das Wasser haben sie auch gut hinbekommen, oder? Was sagt ihr? Ah, meine Spürnase. Ah, boy. Okay, cool. Ja, leider den Pokémon nicht bekommen. Das haben wir verpatzt. Oder habe ich verpatzt? Egal. Guck mal, die drei Schatten, dass die drei Schatten haben, ist umso geiler natürlich. Oh, da ist auch noch ein Pokéball. Ups. Das habe ich gar nicht gesehen. Glumanda! Was ist los, mein Freund? Was ist los? Ah. Ah, Marboy Glumanda. Dankeschön. Dankeschön, Dankeschön. Süß. Ja, den Pokéball hole ich mir nachher. Irgendwann später. Öp. Drei Sananabären. GG. Okay, jetzt gehen wir ins Pokémon Center, heilen unser Pokémon und dann gehen wir in Arena zu Misty. Sollte easy sein für uns. Weil wir haben Bisaknoss und Pikachu. Sollten wir auf jeden Fall hinbekommen. Auf jeden Fall. Oh, es sieht so geil aus. Glumanda, Shiggy, Bisaknoss. Richtig geil. So, das einfach so Starter-Pack-Team von Pokémon Gelb damals. Die drei, Pikachu und Taubsi. So legit. Was sagen die hier? Mit denen haben wir schon geredet, glaube ich, oder? Genau, richtig. Das ist mehr. Was sagst du, Lady? Geht's ihnen? Ja, okay. Mit denen haben wir schon geredet, glaube ich, mit allen. Der da hinten. Was ist mit dir? Ey. Ah, okay. Ja, lala. Okay, let's go. Auf geht's zu Misty. Jetzt bin ich gespannt. Und zwar machen wir mal kurz folgendes. Machen das Ganze so. Fangen wir mit dieser Knospe natürlich an. Let's go! Oh, jetzt prüft er uns wieder, oder was? Oh nee, auf was hat uns letztes Mal geprüft, wie viele Pokémon wir gefangen hatten? Hör mir auf mit sowas bitte. Schreck mich nicht ab mit Pokémon fangen. Lass mich da einfach rein, ich besieg die auch so. Wie geht's dir? Steht's gut? Kennst du Misty? Bla bla. Ah, deshalb. Mit das. Was? Achso, nee. Ah, Mindestlevel braucht man. Ja, ja, jetzt komm. Mindestlevel 15 ist einmal. Was denkst du, was sie hier spielen? Hier. Bam, Level 20. Was ist los? Machado, lass mich zur Seite. Ja, komm. Zack, raus, aber schnell. Wo sind Mistys? Hä? Wo sind die anderen Trainer? Willst du den Köpfe runter machen zum Kampf? Tatsächlich. Keiner weiß, tatsächlich, tatsächlich. Tatsächlich. Lilly, jetzt. Lilly, hast du zu wenig geschlafen oder was? Was ist los mit dir? Goldini. Dieser Knoss, ja, easy, Freunde, easy. Du Rankenhieb so. Zack! Zur Seite mit dir. Genau das ist so Rankenhieb mit der Rückhand. Bam, Rankenhieb und raus. Ey, ihr müsst mal gucken, Rattenhieb ist einfach nur so von der Rückhand her. Schaut mal jetzt die Animation. Guck mal. So, zack. So richtig so. Richtig so Diva-like. Komm mal her, komm mal. Zack, komm mal her. Komm mal her. Okay. Radfratz Level 18. Let's go. Knirscher, ey. Auf jeden Fall, ich bin dabei. Knirscher, jetzt schon Knirscher, ey. Mach mal langsam. Ah. Guten Schlag, raus mit. Raus mit. Radfratz hat... Oh, unser Radfratz ist aber nicht so gut, habe ich gerade gesehen, ne? Der bekommt weniger Angriff. Ah, wir entwickeln den nur, dann kicken wir den auch raus. Dann kicken wir den auch raus. Machen Köpfe runter, let's go. Ich kämpfe gegen jeden, Freunde, ist immer so. Muss sein. Wir müssen auch trainieren. Ja, ich will gegen dich kämpfen. Wie heißt denn die Dame jetzt? Violett? Schöner Name. Muchas gracias. Genau das, Muchas. Es ist eines unserer Pokémon, Freunde. Das und Nebulak und Alpollo. Alpollo wird totale Eskalation. Wenn wir Alpollo sehen, wird totale Eskalation. Total aber. Guck mal. Keiner weiß. Er hat mir keinen Absorber. Hab ich ab. Nee, Miraplata Absorber. Alles gut. Eissplitter. Ja, natürlich ist das sehr effektiv. Machen wir langsamer, Mann. Warum kannst du schon Eisattacken?
Oh mein Gott. Pikamau. Level 21. Donnerblitz, what? Her damit. 90er. Oder wurde es auf. Das war mal 95, haben es genervt, aber. Korrekt, jetzt schon Donnerblitz. Easy going. Ja, komm. Waschwürdige Gegnerin, aber. Das war's auch schon. Oh, was mit dir jetzt? Oh, la. Ja, dein Sprung war echt schön. Aber kann ich mal bitte zu Misty. Misty haben sie echt gut hinbekommen, finde ich. So wie sie da steht. Daisy, okay. Fehlt noch Peach, oder? Kommt die auch noch? Schöner Peach. Europe, what? Geile Pokémon haben die aber. Okay. Bisa, jetzt überleg mal, das ist ein Bisa. Bisa-Floor! Das wird krank später, Freunde. Bam, mit der Rückhand. Kopfnuss. Einfach Kopfnuss. Bam, let's go. Aggressiv. Also irgendwie ist es auch angenehm, mit einer Hand zu spielen. Jetzt mal ohne Spaß. So, kannst chillen hier so. Ich denke mal so, wenn man vom Bett aus spielt, kann man so den hier machen und sich hinlegen und dann einfach so mit einer Hand spielen. Ist schon gemütlich. Hey du! Ja, ich. Was ist dein Motto bei Pokémon-Kämpfen? Attackieren, attackieren, attackieren. Mein Motto lautet, einen Kampf gewinnt man mit dem gnadenlos offensiven Einsatz von Wasser-Pokémon. Also, bist du bereit dafür, gegen die weltberühmte Schönheit Misty anzutreten? Nimm dich von meiner Liebling in Acht. Nimm dich vor mir in Acht. Let's go. Das ist ja eine schöne Pose, sag mal, ey, was ist denn? Ja. Misty, zwei Pokémon. Anton und Starmie auf jeden Fall danach. Sagt ihr Starmie oder Starmie? Ich habe am Anfang immer Starmie gesagt. Aber ich glaube, Starmie heißt es richtig. Egal. Bam! Oh, Konfusion. Ah, das ist sehr effektiv. Pikamau. Raus mit dir. Mega, mega! Aggressiv. So, Freunde. GG. Oh, das war gerade übertrieben gruselig. Warum hat es nach hinten geschaut? Ich war so, hast gesehen? Hast gesehen? Hast gesehen, Rhinosaurus? Das war gerade übel gruselig. Pikachu, lass das bitte in der Zukunft. Das war gerade übertrieben gruselig, Pikachu. Das war übertrieben gruselig, Pikachu, I dare you, please. Hat es das immer gemacht? Alter, wie gruselig ist das? Warum haben die das so gemacht? Guckt so nach hinten, so, war gut, oder? War gut. So brauchst du die Bestätigung. Oh mein Gott, das war echt gruselig. Ist mir gerade zum ersten Mal aufgefallen. Yay, Glumanda, let's go. Man kann die Entwicklung abbrechen, wenn man B drückt, aber... Ja, warum macht man das? Oder könnte man das machen, weil... die Pokémon dann die Attacken früher lernen, wenn sie es nicht entwickeln. Aber manche Attacken lernen sie dann auch nicht und so weiter sofort. Glutexo, ich finde die Farbe von Glutexo 1A. Ich finde die Farbe von Glutexo richtig nice. Und Glutexo an sich sieht sehr, sehr schön aus, finde ich, die Entwicklung. Kämpft es länger gegen starke Gegner, so gerät es in Aufregung, spuckt manchmal gleich eine helle bläuliche Flamme. 99, du bist nicht mal ein Meter, mein Freund, was ist los mit dir? Na gut, dann will ich mal nicht so sein, natürlich nicht. Ich überlasse den Quellorden als Beweis dafür, dass du mich besiegt hast. Her damit. Ey, süß. Yeah, yeah. Nice. Set 30, okay. Welche TM? Siedewasser. Was? Jetzt schon Siedewasser. Die hat eine Chance, den Gegner zu verbrennen. Krass. Nicht schlecht, nicht schlecht. Perfekt, Freunde. Seht ihr so? Das habe ich gemeint mit dem mit der Dauer. Wir haben jetzt Misty besiegt. Hiermit können wir... ganz genüsslich, denke ich mal, den Part abschießen und im nächsten Part weitermachen. Vielen Dank fürs Zusehen, Freunde, und habt keine Albträume von Pikachu. Das ist immer übel gruselig. Danke fürs Zusehen und wir sehen uns das nächste Mal. Peace.